Hallöchen. Dies ist ein Video, wo ich dir 10 Tipps gebe, wie du abnehmen kannst. Und es ist ein sehr sensibles Thema. Und mir ist ganz, ganz wichtig zu sagen am Anfang, dass das Wichtigste ist, dass du dich jetzt so akzeptierst, wie du gerade bist. Weil sonst wird es mit dem Abnehmen nicht funktionieren. Ich habe dazu ein Video gemacht, als ich meinen Körper zu lieben begann. Und es ist total wichtig, da zu beginnen, ja, und die Gründe abzunehmen, wenn es dir um Wohlbefinden, wenn es dir um Gesundheit geht, dann wird es auch funktionieren, dann sind es gute Gründe, ja, wenn du jetzt irgendwie abnehmen willst, weil du jemanden gefallen möchtest oder so, dann ist es schlecht oder weil du in die Klamotten passen willst oder so, das ist irgendwie, wenn du die Gründe im Außen suchst, dann wird das misslingen. Ja, so viel am Anfang, einfach, dass du weißt, dass mir das sehr am Herzen liegt, dass als allererstes kommt, dass man sich so akzeptiert, wie man jetzt gerade ist. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich war bis vor 2 Jahren immer wieder übergewichtig und wurde gehänselt und mir haben die Klamotten nicht gepasst. Und also ich kenne das und jetzt seit 2 Jahren... nachdem ich 20 Kilo abgenommen habe, da gibt es auch Videos, die ich dir mal verlinken kann, wo ich das Gewicht halte und wo ich raus bin aus dieser Jojo-Falle. Ne? Und diese Erfahrung möchte ich gerne weitergeben, wie das dauerhaft gelingt. Einfach, ich bin ja lange Heilpraktikerin gewesen, mir liegt die natürliche Gesundheit am Herzen und dazu gehört halt auch, dass, ja, dass man sich wohlfühlt im Körper. Und mir ist irgendwann mal klar geworden, da habe ich so einen Rucksack aufgesetzt, der hat ungefähr 13 Kilo gewogen und den habe ich dann wieder abgesetzt nach einer Weile und habe gemerkt, boah, wie leicht das ist. Ja, und als ich dann diese 20 Kilo abgenommen habe, da ist mir dann so klar geworden, boah, das musste mein Körper, die Knochen mit mir so schleppen, ja. Das ist natürlich viel mehr Gewicht, viel mehr Masse, die das Herz versorgen muss mit Sauerstoff oder die Lungen. Das Blut pumpt ja dann den Sauerstoff in die Blutbahn und in die Zellen. Aber ja, also ich kann schon verstehen, dass man abnehmen möchte, dass du abnehmen möchtest, aber schau wirklich auf die guten Gründe. Ja, und jetzt legen wir mal los mit den 10 Tipps. Also, Tipp Nummer 1, schreib dir die Gründe auf, warum du abnehmen möchtest. Daran kannst du dich festhalten, wenn du mal einen schwachen Moment hast. Und wie gesagt, schlüssel das auf und schau einfach mal, was dir da am Herzen liegt. Tipp Nummer 2. Oft haben wir bestimmte Glaubenssätze, die irgendwie mit dem Essen zusammenhängen und es ist gut, die aufzuschlüsseln, die aufzudecken. Ich habe wirklich auf dem Weg durch diese ganzen Diäten gemerkt, dass die Psyche mindestens genauso wichtig ist wie Sport und das, was man isst, weil wenn du innere Blockaden hast, die seelisch bedingt sind, dann wird dir das nicht gelingen. Ja, also schau mal, was du da für Glaubenssätze hast, zum Beispiel irgendwie, wenn ich zu wenig esse, dann verhungere ich und das sind dann oft Sachen, die noch durch unsere Großeltern zu uns gelangt ist, die in Kriegszeiten Hunger erlebt haben. Tipp Nummer 3, ganz wichtig, wenn du abnehmen möchtest, es darf nicht das Gefühl von Verzicht entstehen. Also es ist ganz wichtig, dass du immer das befriedigst, was da gerade an Lust da ist. Vielleicht nicht mit dem, was dann kommt. Ja, also wenn du Lust auf Pommes hast, dann ist nicht Pommes, sondern dann ist Nüsse. Wenn du Lust auf eine süße Torte hast, dann mach dir irgendwie, kauf dir Trockenfrüchte oder ganz süßes Obst. Und ja, wenn du dann so was Gehaltvolles willst, wie so einen Kuchen, dann misch dir zum Beispiel Datteln und Trockenfrüchte und mach dir Energiebällchen. Ja. Also, oder ich habe auch so einen ganz leckeren Schokopudding, den verlinke ich dir mal oben, der ist richtig gehaltvoll. Am Anfang habe ich den wirklich jeden Tag gegessen, um diesen Süßzahn zu befriedigen und nicht das Gefühl zu haben, ich muss auf was verzichten. Tipp Nummer 4. Es ist gut,
das zu kombinieren mit Sport. Ja, das macht es einfach leichter, das macht, bringt Beweglichkeit und Freude. Such dir da die Sportart aus, die du gerne magst. Radfahren, spazieren gehen, joggen. Also da gibt's einiges, was man machen kann. Fahrradfahren. Am Anfang mochte ich nur Fahrradfahren, weil das war so easy peasy. Ja, das war Tipp Nummer 4. Tipp Nummer 5. Hab nur Lebensmittel zu Hause, die du auch wirklich essen willst. Ja, wenn du keine Nudeln mehr essen willst, wenn du keine Butter mehr essen willst, wenn du keine Schokolade mehr essen willst, dann pack die aus. Geb die weiter an Menschen, die sie noch zu sich nehmen, oder schmeiß sie weg. Gib sie lieber weiter an andere Menschen. Ja? Dann Tipp Nummer 6, ganz wichtig. Wenn du mal einen schwachen Moment hattest und doch mehr gegessen hast, als du eigentlich wolltest, dann verzeih dir das und mach trotzdem weiter. Ich kenne das noch von mir, dass ich dann dachte, oh, das lohnt sich ja jetzt nicht, jetzt habe ich ja das nicht geschafft und dann aufgegeben. Aber bleib dran. Und wie geht's dir jetzt mit den Tipps? Hast du einige davon noch nicht gehört? Dann mache ich jetzt weiter. Tipp Nummer 7. Vermeide Buffets. Du kennst es vielleicht auch, also bei mir ist es zumindest so. Wenn es bei dir anders ist, dann kannst du da doch hingehen. Aber bei mir ist es so, dass ich dort immer mehr esse, als ich eigentlich will. Und das ist nicht gerade förderlich. Ja, also verzichte lieber eine Weile drauf oder guck, dass es zumindest gute Buffets sind, die vegan sind, die vielleicht sogar roh sind oder zuckerfrei und glutenfrei und was da also alles gibt. In so größeren Städten hat man da ja die Möglichkeit. Also halte Ausschau danach oder verzichte lieber erstmal eine Weile drauf. Tipp Nummer 7. Such die Erfüllung nicht im Essen. Viele Menschen befriedigen irgendeine innere Leere durch Essen. Wenn du merkst, dass du das machst, dann schau lieber, welche Wünsche du dir noch erfüllen möchtest, die schon lange irgendwie weggepackt sind, wo du dachtest, ah, das kann ich mal später machen. Ja, also erfülle dir Lebenswünsche, die sozusagen ganz anderer Natur sind. Und oft geben die uns so eine Befriedigung, dass wir dann nicht mehr das durchs Essen befriedigen müssen. Ja, also schau mal, was es da gibt. Bei mir war es zum Beispiel meine eine Weltreise oder Klavierunterricht oder Fotografieren. Da gibt es echt einiges. Tipp Nummer 8. Wenn du morgens süß in den Tag startest, sprich der Klassiker Marmeladenbrot oder ein süßes Müsli mit Zucker, dann steigt dein Blutzuckerspiegel und du hast von Anfang an am Tag den hier oben und der Körper versucht dann den ganzen Tag das Level irgendwie zu halten und es kommt zu Fressattacken. Tipp Nummer 9, bevorzuge natürliche Süße. Es gibt ja, diesen Industriezucker und auch Austauschstoffe und ich bin mittlerweile angekommen bei Datteln und Feigen und reifen süßem Obst. Und wenn du irgendwie merkst, du kannst Dinge austauschen, dann lohnt es sich wirklich, weil eine natürliche Süße, da gibt es noch alle Mineralstoffe, da gibt es Vitamine und ja, bei diesem Industriezucker oder bei vielen anderen Süßungsmitteln hast du einfach leere Energie, isolierte Energie, wo gar keine natürlichen Zusatzstoffe mehr dabei sind, also natürliche Zusatzstoffe, ja, so ein Gesamtpaket, was man da bei den Früchten kriegt. Und Tipp Nummer 10, ganz wichtig und wahrscheinlich der wichtigste, gib dir Zeit. Ich weiß, es gibt so viele Diäten, die versprechen, in einer Woche kannst du 5 Kilo abnehmen. Ja, das kann man mal machen, um in ein Kleid reinzupassen, aber es ist keine Dauerlösung. Und mir geht es halt wirklich darum, wie du dauerhaft deine Ernährung umstellen kannst, um wirklich dein Gewicht zu halten und dich wohlzufühlen
und einfach gesund zu sein. Ja? Und ich habe zum Beispiel damals, als ich diese 20 Kilo abgenommen habe, habe ich in einer Woche 1 Kilo abgenommen. Das war mir selbst manchmal zu schnell, dann habe ich das abgebremst. Aber guck da, was sich für dich gut anfühlt und ja, sei da achtsam und hör auf deinen Körper und wie es dir so gut tut. Ja, weil das muss auch alles verarbeitet werden, dass da auf einmal weniger Gewicht da ist und wirklich für eine dauerhafte Lösung ist langsamer da besser. Gut. Das waren meine 10 Tipps für dich. Vielleicht war was Neues dabei. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen. Schreib gerne in die Kommentare, was für dich funktioniert und was für dich vielleicht nicht funktioniert. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das doch mal gleich da unten. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis bald. Ciao.